Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video und heute haben wir die Review zum fünften Spieltag in der Fußball-Bundesliga auf Kickbase bezogen am Start. Wir gehen rein und schauen mal, wie mein Wochenende so gelaufen ist in den Ligen und Challenges. Wir starten aber wie immer mit der zweiten Liga rein, muss man sagen. In der zweiten Liga sah das relativ solide aus, muss man sagen. Wir hatten mal wieder einen Stinker, wie man sagt. Colin Kleine-Beke hat jetzt mittlerweile sogar ein Bild, das ist schön. Hat aber leider late einen Elfmeter verursacht gegen Benze Dardai. Und da muss man sagen, am Freitag, da kann ich ja mal reingehen. Am Freitag hat der Spieltag gar nicht mal so geil gestartet für mich, denn ich hatte direkt die Wahl zwischen Schonlau nicht im Kader, den aufstellen, oder Knight Nati auf der Bank. Und den aufstellen oder den guten Benze Dardai, höchstwahrscheinlich nicht Startelf, hat er ja jetzt auch nicht in der Startelf gespielt, aufstellen. Und ja, Schonlau nicht im Kader, das tat direkt mal wieder weh. Generell, dass der HSV verloren hat, tat dann auch wieder mal weh. Ich bin dann im Endeffekt mit dieser Startelf reingegangen. Ich hatte ja kleine Beke vorher noch als kleinen Wackelkandidaten, den habe ich dann halt jetzt aufgestellt. Hat sich auch gelohnt, super, minus 30 Punkte hätte ich lieber Schonlau aufgestellt, aber gut, kann es halt nicht riechen, ist dann halt so. Ja, aber das war schon mal direkt kein so schöner Ligastart, dass ich da kleine Beke für Schonlau, wo kleine Beke halt noch ein bisschen fraglich war, reinstellen musste und dann wiederum, zwischen Bankspieler Nati und Bench Dardai überlegen musste, der halt auch nicht gestartet ist. Habe mich denn da natürlich auch falsch entschieden, also sämtliche Entscheidungen falsch getroffen, aber insgesamt war es ja trotzdem noch ein relativ erfolgreicher Spieltag, muss man sagen. Kleine Beke jetzt halt nicht so, Elfmeter verursacht, Nachi kam am Ende rein, hat 4 Punkte gesammelt, Wahnsinn, nach seiner Einwechslung. Ja, dann der HSV hat natürlich auch wieder verloren, super an der Stelle, sehr, sehr nice. Van der Bremt mit 60 Punkten trotzdem immer noch solide dabei, kann man sagen, ansonsten auch Benesch. Mit einer Vorlage und halt 66 Punkten. Ist dann auch in Ordnung. Geht besser, aber ist halt okay zumindest mal. Und ja, Schonlau war dann ja halt gar nicht dabei. Dann haben wir Rigota gehabt, der mit Fürth ja gewonnen hat. Keine Torbeteiligung, mal wieder nicht. Regt mich ein bisschen auf, weil ich den ja eigentlich geholt habe. Mit den Worten, ja, wenn da Tore fallen, dann über Rigota auch. Ja, so viel dazu. Seitdem ich ihn geholt habe, ich glaube, habe ich ihn nach dem zweiten Spieltag geholt. Seitdem hat er halt nicht mehr getroffen. Wahnsinn. Zumindest mal aber trotzdem 94 Punkte, das ist okay, aber es geht halt trotzdem besser. Wobei, 94 hat er auch den Siegpunkte noch bekommen natürlich. Naja, Device hat dann unentschieden gespielt gegen Hannover, trotzdem 99 Punkte geholt. Das ist dann auch sehr stabil, muss man sagen. Halt keine Torbeteiligung, aber ist okay. 99 Punkte nimmt man da mit. Tjaak Ernst hat für Hertha 100 Punkte gesammelt bei einem 2 zu 3 Sieg. Das ist auch okay, hat ein paar Paraden gehabt und dann halt die Siegpunkte hinten noch und so mitgenommen. Ist in Ordnung. Das sind alles sehr stabile Punkte. Barış Artık mal mit einer Vorlage. Sehr nice. Hat dann zusätzlich. Wie ist es jetzt? Er hat eine Vorlage. Er hat eine Vorlage. Ich leck so ein bisschen. I see. Er hat da am Ende eine Vorlage. Hat dann nochmal eine zukorrigiert bekommen und dann wieder ab. Ne, wobei. Er hat die als. Ja, okay. Da ging es scheinbar dann nur darum, in welcher Abteilung er eingesetzt worden ist. Ob Mittelfeld oder Angriff. Macht ja bei Vorlage dann punktetechnisch keinen Unterschied. Okay, gut. So viel dazu. Hat aber auch gut gepunktet. Vanicek hat getroffen. Ebenfalls gut gepunktet. Sehr, sehr nice mal wieder. Marlon Ritter mit einer Vorlage. Auch richtig krasse Punkte. 180. Das ist extrem stark. Also, das war ein sehr guter Kauf von mir an der Stelle. Bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit, kann ich sagen. Hat sich ganz gut gelohnt bisher. Frühe Vorlage und dann auch so gute Rohpunkte gesammelt, muss man einfach sagen. Und zu guter Letzt das Highlight, Frederik Jeke, den habe ich ja vor dem Spieltag mitgenommen. Hab darauf gegambelt, dass er erstens startet und zweitens Elversberg wieder gewinnt. Und Elversberg hat wieder gewonnen, 2:0 gegen den Aufsteiger-Konkurrenten Wiesbaden. Und er hat einfach 184 Punkte gemacht. Er hat 184 Punkte. Das ist so krass, das sind insgesamt wie viel, 55 Bonuspunkte, das heißt 130 Rohpunkte hat er gemacht, soweit ich weiß, keine, wobei, hatte der irgendwas? Hatte der einen Elfmeter oder so rausgeholt? Nee. Der hat einfach nur Rohpunkte en masse gesammelt, also ist der absolute Wahnsinn, der Junge, richtig, richtig geil, 1032 Punkte dann gesammelt an diesem Spieltag. Benze Dardai wäre die deutlich bessere Wahl gewesen, er hätte zumindest durch den rausgeholten Elfmeter nochmal 60 Punkte knapp geholt. Ja, das für kleine Beke rein, da wärst du bei fast 90 Punkten mehr.
Wäre auch nochmal stark gewesen, aber ich bin jetzt alles in allem zufrieden. Ist ein solider Spieltag gewesen. Knapp Zweiter geworden, 10 Punkte vor dem Dritten und ja, 140 Punkte hinter dem Ersten, der jetzt auch weiterhin Erster bleibt, glaube ich. Ne? Der ist mit Abstand Erster aktuell. Also Tikamo, müssen wir mal gucken, ob wir den da einholen können. Der ist bisher ganz gut unterwegs. Wen hat er so überhaupt? Hartl, ja gut, Hartl, 3 Scorer halt an dem Spieltag. Ne? Ansonsten Appelkamp, ja, Kempf, ja, Teuchert. Ja, ich weiß nicht, ich finde das Team nicht mal so krass tatsächlich. Gut, mit Rother halt einen, der bisher sonst gut gepunktet hat, jetzt an dem Spieltag halt nicht. Ja, ich finde mein Team halt nicht viel schlechter eigentlich. Ne? Also gut, jetzt diesen Spieltag ein bisschen geschwächt mit Schonlau raus und so, aber naja, man wird sehen. Ich bin auf jeden Fall insgesamt zufrieden, wie dieser Spieltag gelaufen ist in der zweiten Liga. Würde ich sagen, gehen wir mal rein in die erste Liga. So, mit der Bundesliga war ich dann auch relativ zufrieden, kann man sagen. Wir gehen rein und gucken mal. Wir haben am Ende 1189 Punkte geholt, Stand jetzt, Montagmittag im Endeffekt. Und ja, das sieht eigentlich insgesamt relativ stabil aus, muss man sagen. Boniface natürlich wieder Doppelpack, absolut krank abgeliefert. Wir haben Joshua Kimmich mit einer Vorlage bei einem 7 Toren, natürlich nur ein Scorer für Kimmich. Ein bisschen schade, ich hätte ein bisschen mehr erhofft, vielleicht noch ein Tor oder halt noch eine Vorlage mehr. Aber ey, eine Vorlage, 231 Punkte, sehr stark. Patrick Pfeiffer hat sich richtig gelohnt, den mitzunehmen. Der ist ja mittlerweile auch schon gestiegen. Hat die Vorlage jetzt gesammelt bei dem Augsburg-Sieg und hat dementsprechend krass gepunktet. 157 angeschlagen, macht mir halt ein bisschen Sorgen, wurde halt ausgewechselt. Ja, ich hoffe mal, dass er wieder fit wird für den nächsten Spieltag. Wäre auf jeden Fall sehr wichtig für mich. Hat jetzt, wie gesagt, sehr stark gepunktet auch. Davis ohne Torbeteiligung, zumindest ohne direkte. Ich glaube, da war ja so ein bisschen so ein Lauf und dann ist er bei zu Kane gesprungen. Da stand kurzzeitig, bei Kicker stand er als Vorlagengeber drin, aber er hat keine Vorlage bekommen, soweit ich weiß. Trotzdem 136 Punkte ist okay. Keine Torbeteiligung, auch hier wieder keine direkte, ist ein bisschen schade, weil er auch ein sehr offensiver Außenverteidiger ist, aber hey, was willst du machen? Kampel, 1-0-Sieg gegen Gladbach, 126 Punkte, grüner Balken, 120 Punkte plus, ist echt gut unterwegs, jetzt hat mir deutlich besser gefallen, jetzt auch in dem Fall als letztes Wochenende, da hat er nur 90 oder so gehabt bei einem 3-0-Sieg, genau, da ist dieses Spiel dann deutlich besser mal und hat sich bisher auch wirklich gelohnt, muss ich sagen, also Kevin Kampel, den hätte ich ja vor der Saison geholt, dann hat er sich verletzt im Supercup, dann hat Seibert das erste Spiel oder so gemacht, dann habe ich ihn ja verkauft und jetzt hat er sich dann auf jeden Fall sehr gut gefangen und sich gelohnt im zweiten Anlauf. Reiersson haben wir dann am Start, 99 Punkte, ist in Ordnung, hat ein solides Spiel gemacht, hat halt seine Rohpunkte nicht wirklich gesammelt, wenn man ehrlich ist, das sind halt 20, na wobei, ich verstehe gar nicht, warum der nur 20 Punkte, ich meine, Mittelfeld steht da drin. Im Endeffekt, Dortmund hat eigentlich mit einer Viererkette gestartet und hat in einem Aufräumen auf eine Dreierkette quasi umgeschoben. Und er hat den auch sehr hoch geschoben, aber weiß nicht, ob man ihm deswegen Mittelfeldpunkte geben muss. Na gut, ist dann in Ordnung, knapp ein 100er beim 1-0-Sieg. Und er ist halt nicht der offensivste Außenverteidiger oder der offensiv stärkste Außenverteidiger. Dann ist okay, nimmst du mit. Kevin Müller, auch in Ordnung, hat jetzt am Ende ja 88 Punkte bei einer 4-1-Niederlage. Ist vollkommen stabil, ist im Rahmen. Moritz Jens ist auch okay, haben ja nicht viel zu tun gehabt. Bei Dortmund auch über weite Strecken nicht so gut in der Offensive war, dass er viel klären musste. Hat dann trotzdem noch 68 Punkte gesammelt und dann kommen wir halt zu den Enttäuschungen. Ich meine, Bernardo gut bei einem Bayern-Spiel. Damit musste halt mal rechnen, dass da vielleicht mal ein Klops dabei ist. Er hätte jetzt einen Fehler vor Gegentor bekommen und die ganze Bochumer Mannschaft hat ja nicht gut gepunktet dementsprechend oder nicht gut gespielt auch dementsprechend. Ja, was willst du ihm da speziell für einen Vorwurf machen? Das ist dann halt mal so in einem Spiel gegen Bayern, wenn alles aufeinander fällt, muss man dann damit leben. Aissa Laidouni, das ist sehr enttäuschend, hat er nicht gestartet und ist dann reingekommen bei einer Niederlage. Gut, ich halte ihn jetzt noch für ein Spiel, weil sie nächste Woche, ich glaube, gegen Heidenheim oder irgendwen aus der unteren Tabellenregion spielen. Dementsprechend halte ich ihn jetzt noch für einen Spieltag, es ist keine englische Woche. Also sollte er dann hoffentlich auch starten und dann hoffentlich wieder gut punkten. Ebimbe ist halt noch die größte Enttäuschung. Ich meine, ja, der hat halt zu 0 Bonus bekommen und ansonsten wäre er halt einstellig gewesen von den Punkten halt, ne? Also er hat 15 Punkte Bonus bekommen und der wäre aber 8 Punkten rausgegangen am Ende. Also echt, echt sehr enttäuschend tatsächlich. Ja, alles in allem war trotzdem ein starker Spieltag. Wir haben fast die 1200 geknackt. Das ist vollkommen in Ordnung. Das war aber für viele ein sehr guter Spieltag, muss man sagen. Wir haben insgesamt 7 Leute über 1000 Punkte, beziehungsweise fast noch 7 Leute über 1100, weil der 7. ist ja nur 6 Punkte von 1100 weg und alle anderen sind ja drüber. Also echt krasser Spieltag. Ich meine, da gab es ja auch viele Spieler, die krass gepunktet haben. Ein Kane natürlich, ein Gyarassi wieder. Gyarassi ist sowieso so krank unterwegs aktuell.
Ja, Masraoui, Stenzel, hier so viele krasse Leute unterwegs auf jeden Fall. In der Gesamttabelle sieht es dann wie folgt aus. Da ist es auf jeden Fall relativ eng an der Spitze. Wir sind insgesamt knapp 150 Punkte von Platz 1 entfernt nur. Dann ist Platz 2 nur 50 Punkte von uns entfernt in dem Dreh. Also ist wirklich alles sehr eng beieinander. Zumindest an der Spitze. Dann sind es erstmal 400 Punkte auf Platz 4, der sogar Musiala hat. Aber der war jetzt halt verletzt und dementsprechend hat es ihn ein bisschen rausgezogen natürlich. Ja, dann sehen wir hier nochmal die komplette Tabelle. Ja, also auf jeden Fall sehr eng vorne an der Spitze, es sieht ganz gut aus. Wir werden kadertechnisch auch mal gucken, was wir machen. Ich werde höchstwahrscheinlich nicht mal so viel umstellen, to be honest. Also wir werden da erstmal größtenteils bei bleiben. Ja, also ich wüsste jetzt spontan nicht, wen ich austauschen soll. Ebimbe gebe ich jetzt halt weiter die Chance. Ja, die Spiele davor hat ganz gut gepunktet, jetzt halt mal scheiße. Okay, kriegt er die Chance, sich zu beweisen, dass es besser geht. Ich hoffe halt, der rotiert nicht raus. Ansonsten im Bernardo wird auch wieder bessere Spieler haben als jetzt gegen Bayern. Die einzige Sorge, die ich halt habe, ist so ein bisschen Pfeiffer und vielleicht Jens, dass der wieder für Cäsiger rausrotiert, aber eigentlich sehe ich das auch nicht. Dementsprechend, ja, bleibe ich höchstwahrscheinlich erstmal dabei und gucke, je nachdem, was sich ergibt, wem wir da vielleicht dann austauschen oder vielleicht auch nicht. Mal schauen. Ich würde sagen, wir gehen mal rein in die Challenges. Da lief es nämlich einigermaßen in Ordnung, kann man sagen. Wobei in der zweiten Liga scheinbar doch nicht. Also in der ersten Liga lief es halt ganz gut. So, da sind wir wieder. Ja, zweite Liga lief nicht so dolle, kann man ganz ehrlich sagen. Das war ein Griff im Klo. Da hat eigentlich keiner so wirklich gut gepunktet, außer halt eben Jekyll. Und das war es dann im Endeffekt. Selbst mit Glatze mit einem Tor nur 114 Punkte ist halt wirklich enttäuschend. Und ja, generell eine enttäuschende Performance von mir in der Championship der zweiten Liga an der Stelle. In der Bundesliga sah es dann, wie gesagt, deutlich besser aus. 2300 Punkte haben wir fast geholt. Ich meine, wir haben auch mit Harry Kane, Guirassy und Boniface die drei besten Stürmer aufgestellt, die wir konnten. Habe ich dann den guten Riecher gehabt. Ich meine, das war ein bisschen No-Brainer, to be honest, die aufzustellen. Heidenheim, Darmstadt und dann halt Bochum als Gegner, die drei. Da, ja, sollte man, denke ich mal, gut mit rechnen können. Stenz hat dann aber sehr, sehr krass gepunktet. 272 Punkte halt nur mit einem Assist. Das ist echt krank. Also Kimmich auch ja wieder dabei. Stiller krank gepunktet, ohne eine Torbeteiligung. Pieper hat richtig gut gepunktet. Da habe ich mir einen guten rausgesucht. Ohne zu null sogar, ne? Also die haben ja sogar ein Gegentor gekriegt und trotzdem hat er richtig gut gepunktet. Schuhn hat auch sich, ja, gelohnt auf jeden Fall. 107 Punkte ist vollkommen in Ordnung für einen Keeper. Das nimmt man mit. Die hinten, die drei, waren dann halt so ein bisschen die enttäuschenden, ne? Also Hugo Larsson für 6 Millionen, 72 Punkte ist in Ordnung. Jens für die paar Millionen, die er gekostet hat, 68 ist auch okay. Aber da gäbe es wahrscheinlich in der Preiskategorie auch deutlich bessere, die man hätte nehmen können. Na, das ist dann halt Captain Heinz, das kannst du halt vorher nicht riechen. Goretzka, dass der halt nicht startet, sondern ich glaube, Leimers hätte neben Dings gestartet. Dementsprechend, ja, das ist dann halt ein bisschen bitter, weil der war auch ohne Alternative gelistet. Da habe ich mich dann halt drauf verlassen und bin, ja, drauf reingefallen, sage ich jetzt mal. 1448. Also der Spieltag war halt generell sehr punktereich, ne? 2800 Punkte, das musst du dir mal überlegen, absolut krank. Für uns trotzdem natürlich der mit Abstand beste Spieltag, nehmen wir mit. Insgesamt aber natürlich die Performances bisher in der Championship, sowohl in der ersten und vor allem halt auch in der zweiten Liga, mehr als nur ausbaufähig, würde ich sagen. So, dann haben wir dann noch am Start die Tipico Challenge. Da können wir auch mal reingucken. Da haben wir am Ende des Tages 1400 Punkte gesammelt. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Da bin ich auch relativ zufrieden mit. Wobei hinten raus, ich, na gut, du hast halt in dem Sturm und so nicht so viele Alternativen gehabt, ne? Wen hattest du da als Alternative? In Kramaric, okay, der hat jetzt halt, ich habe da halt auf Union gesetzt und nicht auf Hoffenheim. Dementsprechend auf die Schnauze gefallen. Ansonsten hast du da jetzt auch nicht, okay, Bayer hat halt wieder getroffen, aber hier auch wieder Union Hoffenheim, ne? Ja, und denn ansonsten hast du ja auch nicht viele Optionen. Paulsen halt, hat aber auch nicht getroffen. Choupo-Moting, gut, dass der jetzt startet und dann auch ein Tor macht. Dass der überhaupt startet halt, das ist halt Wahnsinn und nicht ein Tell zum Beispiel. Aber ja, das sind dann halt die Sachen, da musst du halt drauf gamblen und mit Glück kommst du halt drauf und in dem Fall jetzt halt nicht. Aber ansonsten haben so Spieler wie Kasor, Vogt, Grobeleo, Kampel und so ja auch alle ihre Punkte sehr gut gemacht, muss man sagen. Auch ein Hummels oder ein Kainz, ein Schuhn. Die haben gut gepunktet. Am Ende halt wieder Silas, der bei Stuttgart, den habe ich mir rausgepickt dann. Der hat halt nicht gepunktet. Und ein Onisivo, wie gesagt, da habe ich halt auf Mainz gesetzt gegen Augsburg. Das ist dann halt auch schief gegangen an der Stelle. Ja, ist es trotzdem okay, aber kein wirklich guter Spieltag. Kommen wir dann zu guter Letzt noch zur 30-Plus-Challenge. Da haben wir auch relativ gut reingeschissen. Ja, aber hier auch Onisivo, Holland, Lucia, Lee, Götze. Du hast halt nicht so viele Alternativen gehabt. Füllkrug ist halt gestartet, hat trotzdem nicht viel gemacht tatsächlich. Ein Bell ist okay von den Punkten her. Und dann Schuhen, Kainz, Kampel und Raul Leo als Beste. Das ist dann halt, das sagt halt sehr viel aus, ne?
Hier hat der Beste halt 1500 gesammelt. Der hätte sich auch Kane reingestellt dann. Schuppo. Ja, der hat auf Schuppo gegambelt an der Stelle. Sehr gut. Ja. Ist auf jeden Fall stabil, ne? Also kann man auf jeden Fall sagen. Ja, das wäre dann wahrscheinlich die bestmögliche Option gewesen. Zumindest mal von den Leuten, die es gemacht haben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es dann bei euch gelaufen ist in den Challenges und in den Ligen. Das würde mich sehr interessieren. Wir sehen uns dann in einem anderen Video wieder, entweder bei EAFC-Video oder halt am Freitag wieder in einem Kickbase-Video. Bis dann, haut rein und ciao!